Kunate, Ioana, Temaruna, Anate, Ayanana, Namagunate, Egunate, Mahuatana, Mage, Euanate. Und so begrüße ich dich, ich begrüße dein Sternenlicht. Schön, dass du da bist, schön, dass du mich gefunden hast. Mein Name ist Nicoline Maela und heute möchte ich dir gerne eine Monatsbotschaft weitergeben. Heute ist der 5.3., das heißt, wir sind schon mitten im März und sind schon voll und ganz in diese Energie eingetaucht. Und ich möchte dir heute eine Botschaft, eine Lichtbotschaft aus der geistigen Welt weitergeben, sowie auch meine Kontaktaufnahme mit einem neuen Sternenwesen. Und anschließend gibt es dann auch noch ein Channeling. Und bevor ich jetzt gleich beginne, möchte ich dir sagen, jetzt, wo ich in der Lichtsprache gesprochen habe, kam ein Bild. Und zwar habe ich gesehen, wie unsere Chakren sich zu einem Chakra bilden. Und es kam das Wort Einheit. Wir gehen in die Einheit. Also auch mit unserem Energiekörper wird alles in die Einheit gebracht. Und so zeigte sich jetzt unser Energiekörper, unser Energiesystem, wie all diese Chakren, die Zentren zu einem großen wird. Und dieses große Chakra hat sich jetzt gerade als eine weiße Lichtkugel gezeigt. Und du kannst es dir jetzt auch visualisieren und dir vorstellen, wie all deine Chakren, wir sprechen jetzt von den Hauptchakren, also die sieben Chakren, wie diese sich zu einem großen Chakra formt, zu einer großen Lichtkugel. Und dann wird es größer und größer, und bis du dich ganz in diesem Chakra siehst, bis du ganz dich darin befindest. Also eigentlich genauso, wie ja jetzt auch im Hintergrund dieses Bild zeigt. Das ist auch ganz spannend. Und vielleicht zeigt sich auch dieses Chakra auch mit so einer heiligen Struktur, ja? Vielleicht ist da eine ganz besondere Form. Schau genauer hin, lass dich führen. Lass dich von deinem Inneren, von deiner Intuition führen, was dir dieses Chakra zeigen möchte. Es ist auch ganz spannend, dass ich jetzt heute diesen Hintergrund gewählt habe. Denn ich habe diesen Hintergrund gewählt wegen der Farbe. Diese Farbe, das Blaue, soll die Qualität beschreiben für den Monat März. Und die Qualität steht für Klarheit, Klarheit, klar fühlen, in dieses fühlende Sein eintreten und unsere Hellfühligkeit erleben, sowie eine klare Aussprache, klare Seelenkommunikation, ja. Und also es wird auch in diesem Monat ganz intensiv mit unserem Halschakra gearbeitet. Und heute am Morgen bin ich aufgewacht und habe diese Botschaft niedergeschrieben, habe mit der geistigen Welt kommuniziert, und diese Botschaft, die ich bekommen habe, die möchte ich dir jetzt gerne vorlesen. Und ich ging dann spazieren im Wald gleich darauf, und ich blieb dann stehen, denn ein Rotkehlchen zeigte sich mir. Und das Rotkehlchen hat zu singen begonnen, und ich habe mich da sehr, ich habe gedacht, das Rotkehlchen singt jetzt nur für mich. Und es hat mich erinnert, das Rotkehlchen, ja, auf dem Brust vom Rotkehlchen ist ja dieser rote Fleck. Und er steht auch fürs Herzchakra. Aus dem Herzen zu singen, aus dem Herzen zu sprechen, die Herzkommunikation zu leben, die göttliche Wahrheit auch oder deine Seelenwahrheit Ausdruck zu verleihen. Und das hat mir das Rotkehlchen heute auch wieder gesagt. Und das möchte ich jetzt auch noch, dieses Rotkehlchen mit hineinnehmen in dieses März-Video. Denn auch diese Eigenschaft ist ganz besonders, auch in der Kommunikation, in Beziehungsthemen, ja, dürfen wir klar fühlen und auch übereinander fühlen und auch dieses Ausdruck zu verleihen, also auch in der klaren Kommunikation. Gut, dann beginnen wir jetzt. Sie haben gesagt, im Gesamtbild
wird sich Großes ereignen. Also Gesamtbild im kollektiven Feld wird sich Großes ereignen. Also was auch politisch gesehen wurde damit gemeint, da gibt es wirklich auch einen großen Umschwung. Viele erkennen Täuschungen und fühlen, wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht. Und das Fühlen wurde betont, denn wir erleben wirklich einen Aufschwung in unser Fühlen, in unser Hellfühlen. Also all unsere Hellsinne, die erweitern sich ja, erweitern sich mehr und mehr. Und so lernen wir auch oder wir erkennen auch über das Hellfühlen, wir spüren, was der Wahrhaftigkeit entspricht. Wir spüren, wenn jemand ehrlich zu uns ist oder wenn etwas nicht passend ist oder wenn es eine Täuschung ist. Euer Hellfühlen gestaltet sich als eine so kraftvolle Gabe, sodass ihr in der Lage seid, euer Leben selbstbestimmt zu gestalten, zu führen über euer fühlendes Sein. Der März stellt seine Weichen, ganz klar. Du spürst in dir, wenn du ein Leben lebst, welches nicht in der Schwingung deiner Seelensignatur stattfindet, ob Beruf, Partnerschaft oder Wohnort. Alles löst sich jetzt. Das war ganz klar sichtbar. Ein alter Zyklus, der auch noch mit dem karmischen Rad verbunden war, endet. Und das hat noch ganz viel mit der Energie von 2022 und 2023 zu tun. Und die energetische Struktur, dein Ich Bin, bewegt sich weiter nach oben. Und ich habe dann gesehen, wie die Seele, wie wir in dieser kristallinen Struktur wie eine Spirale mehr und mehr und mehr nach oben steigen. Es ist kein Kreislauf, sondern vielmehr eine Spirale, die dich mit voller Kraft in deinen Urschöpferzustand führt. Ein neuer Zyklus bricht an. Große Veränderungen erweisen sich in den kommenden 8 Monaten, von März bis Oktober. Dieser Energiewirbel bringt Neues in dein Leben. Dein Fokus darf darauf gerichtet sein. Folge der Liebe. Folge der Liebe. Und das ist auch der Titel von diesem Video. Ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber, Folge der Liebe. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken von deinen Ängsten. Lass dich nicht ablenken von Täuschungen oder von deinem kleinen Ich, das Ego. Tu das nicht. Jetzt ist die Zeit. Es ist deine Zeit, wirklich in Liebe voranzuschreiten. Und in dieser Liebe, in der Frequenz der Liebe, erkennst du die Klarheit, erkennst du, was deiner Wahrhaftigkeit entspricht, dein wahrhaftiger Seelenort, deine wahrhaftige Partnerschaft oder eben auch Beruf. Du erlebst eine Weite und Tiefe in dir, die du noch nie zuvor erlebt hast. Öffnung. In dieser totalen Öffnung begibst du dich in ein vollkommenes neues Spielfeld der Matrix. Und gestern hat das Lichtfrequenzteam ein Live gemacht und in diesem Live sind wir zusammengekommen, Martina Schaner, Daniel Chanand, Anita Auer, Layo Sitas und ich. Und aus diesem Moment haben wir kreiert. Und für uns alle war spürbar diese Leere. Diese Leere, die im Feld ist. Aber und aus dieser Leere schöpfen wir. Und gestern ist das so passiert. Wir haben dann angefangen zu channeln und aus dieser Leere ist dann alles entstanden. Alles und nichts kann entstehen. In dieser Öffnung, in dieser Weite. Und wenn ich davon spreche, klingeln auch meine Ohren. Denn um das geht es jetzt. Es geht um vollkommenes Vertrauen. Und ich höre immer das Wort, das Sprachrohr Gottes, dass das Göttliche durch dich spricht, dass das Göttliche immer präsent ist, auch wenn du es nicht erkennen kannst. Also auch wenn du jetzt gerade wirklich das Nichts vor dir hast, du einfach nicht weißt, wie es weitergeht, wie du etwas umsetzen kannst oder du siehst, okay,
Da geht es nicht mehr weiter. Ich muss jetzt einen Neuanfang starten. Ich weiß aber nicht wie. Folge der Liebe. Folge der Liebe und deiner Seelenmission. Du darfst nun vollkommenes Vertrauen zu dir aufbauen. Du darfst nun ganz in deine Liebe eintauchen. Du darfst nun ganz dich verantworten. Du bist vollkommen und du bist hier, um dieses zu erleben. Und durch dich schöpfst du, durch deine Tiefe, durch deine Tiefe, durch deine Weite, durch dein Vertrauen. Und es wird sich der nächste Schritt zeigen. Und darauf folgt der nächste. Und in dem äußeren Feld hörst du, wie das Göttliche zu dir spricht. Es kommt immer wieder der Satz, das Sprachrohr, Gott spricht, das Universum spricht. Und auch wenn du gerade nichts erkennen kannst, alles wird sich weisen. Und so hat die geistige Welt gesprochen. Dieses Fühlen, dieses Hellfühlen, ich wollte da nochmals ganz besonders darauf eingehen, was sie damit meinen. Sie sagen, ihr bekommt ein neues Gefühl für euer Leben, für euer So-Sein. Ihr fühlt euer System, ob Familiensystem, die Organisation, das Arbeitssystem, alles sind Systeme, in denen ihr euch befindet. Ihr fühlt es und das ist eine Gabe und ein Segen. Denn aus eurem Gefühl könnt ihr schöpfen. Ihr fühlt, welches Nahrungsmittel für dich kostbar ist. Ihr fühlt, was ihr Nahrung zu euch nehmt, ja? Also auch dieses intuitive Essen. Ihr fühlt euer Körperwesen. Was brauchst du jetzt? Du darfst dich immer wieder neu entscheiden. Du darfst neue Wege für dich wählen. Und so sehe ich das wie diese Spirale, die uns mehr und mehr in unsere Wahrhaftigkeit führt, in unser erweitertes Sein, dass diese Spirale aber natürlich auch ganz tief nach innen geht, zu uns. Das heißt, auch eine Qualität ist Kontaktaufnahme. Diesen tiefen Kontakt auch mit uns zu vollziehen, uns noch tiefer wahrzunehmen, uns noch tiefer zu begegnen und zu erkennen, was ich alles bin. Das habe ich auch schon beim letzten Video, sind die Energien schon da eingeflossen, denn das letzte Video war ja auch schon für März gedacht. Und mit euren inneren Systemen zu arbeiten, der Spiegel eurer Wahrhaftigkeit wird euch im Außen gezeigt. Die Kraft der Sonne durchlichtet jeden blinden Fleck. Und das leuchtende Sonnenwesen, welches ihr seid, kommt mehr und mehr zum Ausdruck. Und so nehmt ihr Kontakt auf, ganz tief mit euch, aber auch mit dem Ort, mit der Ortsseele, an dem Ort, wo ihr euch befindet, so wie ich heute auch mit dem Rotkehlchen, mit dem Raum, wo ihr jetzt seid und natürlich auch mit den Menschen, mit den Tieren, mit den Pflanzen und so weiter. Und vor ein paar Tagen, ich glaube, das war der 1. März, da bin ich im Bett gelegen und plötzlich war ich ganz paralysiert, konnte mich nicht mehr bewegen und ich sah vor mir, jetzt habe ich auch Gänsehaut, wenn ich davon spreche, ich sah vor mir ein Sternenwesen, Kontaktaufnahme. Denn der Kontakt über uns ermöglicht uns auch den Kontakt nach außen, also beides innen, außen, ja. Und so zeigte sich ein Sternenwesen und es war eine weibliche Energie und sie stand plötzlich vor mir. Sie war mir neu und doch irgendwo vertraut. Und sie hat gesagt, alles ist gut. Du bist jetzt, du kannst jetzt dich zwar nicht bewegen, aber alles ist gut. Ich brauche jetzt, ich brauch jetzt da nicht in Angst verfallen, sondern nein. Es war eine sehr sanfte Energie, eine sehr liebende Energie. Und sie hat zu mir gesprochen, sie möchte mit mir in Kontakt gehen. Sie möchte mit mir kommunizieren. Sie ist ganz neu. Sie hat gesagt, ihr Sternenvolk, sie sind irgendwo angesiedelt, bei Orion.
Aber ich muss da noch tiefer in den Dialog gehen. Aber was sie mir jetzt bisher gesagt hat, war, sie kommt eben, ihr Volk kommt irgendwo von Orion, in der Nähe von Orion, und die sind noch nie, haben noch nie Kontakt aufgenommen mit anderen Zivilisationen. Und das war jetzt ihre erste Kontaktaufnahme. Und sie hat sich gezeigt als ovales Gesicht, sie hatte keine Haare, große Augen und eben aber auch weibliche Züge. Und sie war eine ganz sanfte Energie. Also ich konnte einfach die Energie voneinander lesen. Und sie hat gesagt, ihr Name ist Stella. Sie hat Stella gesagt. Und sie hat über mein drittes Auge kommuniziert. Und so ist dann ganz viel Energie über mein drittes Auge und über meine sieben Kanäle geflossen. Ja? Also über die Heilkanäle ist ihre Energie geflossen. Und ich habe sie ganz intensiv wahrgenommen in meinem Energiesystem. Und es war ein ganz liebevoller Austausch. Und ich habe den Kontakt heute auch in der Früh wieder aufgenommen, und sie hat gesagt, also das Erste, was sie gesagt hat, sie ist so begeistert von unserem Planeten, über unsere Elemente, die wir hier finden und was für ein Reichtum es auch ist an Vielseitigkeit und wie sehr wir auch das hier auf Erden für unsere persönliche Entwicklung nutzen können. Und sie hat noch einiges mehr gesagt, aber da werde ich noch ein extra Video machen und dann auch tiefer in dieses Gespräch hineingehen. Und jetzt möchte ich aber noch abschließend ein Channeling dir weitergeben. Was ich dir sagen möchte, ist einfach, auch unsere innere Kontaktaufnahme ermöglicht es auch, die Kontaktaufnahme mit anderen Sternenwesen und unsere Hellsinne über unser fühlendes Sein. Diese erweitern sich mehr und mehr und wir können förmlich riechen, wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht, wenn es da eine Täuschung gibt im Außen. Und wir sind auch in einer Zeit, wo sehr viel mit Täuschung gearbeitet wird, mit Manipulation und aber wir können nicht mehr getäuscht werden, weil wir so in unsere Kraft kommen. Und das ist tatsächlich eine Gabe und ein Segen, den wir nun erleben. Also, meine Lieben, ich bin sehr gespannt über, was ihr fühlt, was ihr jetzt wahrnehmt. Und ihr könnt das gerne unten in den Kommentaren hineinschreiben. Ich freue mich über euer Feedback. Und jetzt gibt es noch anschließend und zum Schluss ein Channeling. Viel Freude. Euer Körper wird genährt. Genährt mit einer Lichtquelle. Euer Körper reift und formt sich in eine neue Struktur, in eine Lichtstruktur. Und so erlebt ihr eine Reinigung in euch und gleichzeitig ein so lichtvoller Aufstieg. Und dies geschieht in euren Seelen Tempo, so wie ihr es selbst gesetzt habt, in euren Rhythmus. Ihr werdet gerade intensiv begleitet. Meister sind zurückgekehrt, sind ganz nahe bei euch, um euch zu begleiten, hautnah. Könnte man sagen. Und so kannst auch du deinen Meister nun fühlen. Welcher Meister ist nun bei dir, wurde dir zur Seite gestellt auf deinen Weg? So gehe in Kontakt, Kontaktaufnahme. Nicht nur, dass du in Kontakt mit deinem Körperwesen treten, sondern auch mit deinen Lichtwesen, die rund um dich zu finden sind. Auch da darfst du in Kontakt treten und so begegnest du einer vollkommenen neuen Welt. Über diese Kontaktaufnahme eröffnet sich dir ein neuer Blick auf dein Leben und du riechst die Süße deines Lebens. Und du fühlst die Wärme
spürst du die Wärme, die Sonnenwesen, die auf euch einwirken. Du wirst Momente erfahren, wo dir plötzlich ganz heiß wird. Du wirst Momente erfahren, wo eine so starke Wärme dich fast überrollt. Du fühlst die Liebe, so lass sie eintreten. Du fühlst in dir dein Herz, dein Zuhause, und du erlaubst der Liebe, sich in deinem Lebensbereich, in all deinen Lebensräumen auszuweiten. Eine Lebensqualität wird dir gegeben und du schmeckst die Süße deines Lebens. Du erfährst ein Liebesglück, eine so große Liebe, wo auch die Suche ihr Ende findet. Und du spürst den tiefen Frieden in dir, Einheit, dieses Bild, welches wir zu Anfangs euch gegeben haben. Euer Energie, Körper wird eins, alles fließt in das eine, in die Vollkommenheit. Und aus dieser Neutralität, aus der Einheit des Seins, schöpft ihr euren Meisterweg, Eonarte Mahum. Und dies geschieht in den nächsten 8 Monaten. So sei bereit und lass dich von der Liebe berühren. Antares Eonama Eguna Anteruna Echanamai. Hey, danke. Wir lieben euch so sehr. Und wir möchten euch nun diese Wärme, diese Liebe spüren lassen. Fühle diesen goldenen Schimmer, das orangene Licht rund um euer Herz. Euer Herzensflamme darf von unserer Essenz erfüllt, geliebt werden. Meonate, Echanate, Hunatana, Meister sprechen. Engel und Meister sprechen. Und so lass dich verzaubern von dieser Liebe. Und so darfst du dich in dieser Liebe begegnen, in den Spiegel sehen und dein Sein erkennen. Johanna, die Liebe, die du bist. Echana Mahu. Ich danke dir fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Gerne kannst du auch meiner Telegram-Gruppe beitreten. Diese findest du unten verlinkt in der Infobox. Auch freue ich mich, wenn wir uns bei den Lichtfrequenztagen am 16. und 17. März begegnen, in Kontakt treten, ganz live, nämlich in Konstanz, am Bodensee im Konzilhaus. Auch da findest du alles weitere, die Homepage sowie das Programm, und alle, die dabei sind, findest du unten verlinkt. Das ist Martina Schaner, Daniel Schanand, Alayo Sitas, Anita Auer, Katharina Wengert und ich. Wir sind das Lichtfrequenzteam und wir freuen uns auf dich. Und jetzt am Donnerstag findet das erste Mal Get Connected statt. Das bedeutet, ich bewege mich in das Feld der Spirits mit einer kleinen Gruppe, und an diesem Abend zeigt sich das Gruppenthema, und die Spirits werden dazu ein Trance-Speaking machen sowie ein Trance-Healing. Und ich bin schon sehr gespannt. Das hat nämlich die geistige Welt durchgegeben. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Möchtest du beim nächsten Mal dabei sein? Das bedeutet, Ende März kannst du dich gerne jetzt schon anmelden. Auch da findest du unten meine E-Mail-Adresse. Schreib mir gerne eine E-Mail und du kommst dann auf eine Warteliste, und ich gebe dann Bescheid, sobald das nächste Get Connected wieder stattfindet. In diesem Sinne, ganz viel Liebe zu dir, ganz, ganz, ganz viel Liebe.
Von Herz zu Herz, Nicoline Maela. Aloha. Thank you.